Die Sparkasse Koblenz präsentiert den Gründerpreis 2024. Sieger in der Kategorie Kreative Unternehmerleistung ist die Presto Humus GmbH. Herzlichen Glückwunsch! Mein Name ist Alexander Storr, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Presto Humus und bin seit 2006 im Unternehmen. Presto Humus wurde gegründet von meinem Vater im Jahr 1978. Damit ist das Unternehmen 46 Jahre alt, also nicht mehr ganz neu. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen von Beginn an. Die Idee der Gründung lag darin, Baumrinde, die zu dieser Zeit in industriell entwickelten Sägewerken sehr schwerpunktlastig auch in Sägewerken angefallen ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte man eigentlich Entrindungsarbeiten im Wald stattfinden lassen. Das hat sich in dieser Zeit geändert und so hat man eben große Mengen an Baumrinde, die damals als Abfall galt, sozusagen zu entsorgen gehabt. Mein Vater hatte die Idee, aus dieser Entsorgung eine Verwertung zu machen, hatte von Haus aus einen landwirtschaftlichen Betrieb und auch einen Weinbaubetrieb in Rheinhessen geleitet und damit auch einen Bezug zu, was ist ein guter Boden, was ist ein weniger guter Boden, zu Bodenfruchtbarkeit. Und so hatte das eine mit dem anderen im Prinzip verknüpft und die Unternehmensidee war sozusagen geboren. Also die Kreativität, würde ich sagen, die ist nicht erst in den letzten Jahren entstanden, sondern die ist im Prinzip mit der Gründungsidee bereits entstanden. Also aus einem Reststoff einen Wertstoff zu machen, etwas aus der Natur zu generieren, durch Veredelungs- und Weiterentwicklungsprozesse zu was Besserem zu machen und dann ein Stück weit auch wieder an die Natur im wahrsten Sinne des Wortes zurückzugeben. Das war die Gründungsidee und im Prinzip sind wir uns unserer Linie treu geblieben. Wir haben also der Zeit angepasst, die weiteren Entwicklungen im Blick gehabt und haben uns im Prinzip daran ausgerichtet. Wir sprechen bei uns im Unternehmen immer von Kreisläufen und in der Tat ist es so, dass wir immer wieder auch Kreisläufe betrachten, deren Sinnhaftigkeit in Frage stellen, also schon auch kritisch hinterfragen, was macht jetzt Sinn, was macht nicht Sinn. Und wenn Sie natürlich mehrere Kreisläufe haben, ist es wie das Uhrwerk, wo ein Rad in das andere greifen muss. Auch das ist nachher im Prinzip die große Kunst, diese ganzen Kreisläufe miteinander sinnhaft zu verbinden. Ich wünsche mir für das Unternehmen, dass wir es in den nächsten Jahren, genau wie wir es in den letzten Jahren auch geschafft haben, uns weiter zu entwickeln, dass wir die Markttrends um uns herum früh genug aufgreifen, auf unsere Art und Weise, wie wir sie heute auch an den Tag legen, interpretieren. Und dass wir unseren Fixstern sozusagen, der das Unternehmen leitet, nicht verlieren, sondern immer wieder auch neu ausrichten oder uns an diesem Stern neu ausrichten. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das Unternehmen noch viele erfolgreiche Jahre vor sich hat.